In diesem Rezeptvideo möchte ich euch gerne eine Beilage zeigen, und zwar die Kartoffelrosen von der Holzplanke. Wie das Ganze funktioniert und was ihr dafür Zutaten braucht, das seht ihr jetzt. Das sind die Zutaten, die wir brauchen für die Kartoffelbrei-Rosen vom Grill. Wir brauchen ca. 1,5 Kilo festkochende Kartoffeln. Dann brauchen wir 200 Milliliter Sahne, etwas Kartoffelbrei-Gewürz von Ankerkraut, zwei Eier, ein bisschen Butter und ich sage es mal für den kleinen Touch, das Sin of Oil von Eftinius. Das ist geräuchertes Öl. Wir kochen jetzt erstmal die Kartoffeln vor. Das brauche ich euch nicht sagen, wie das geht. Und sehen uns dann gleich wieder, wenn es gestampft wird. Die Kartoffeln sind jetzt schön ordentlich gekocht, sodass sie weich sind. Sind auch noch ordentlich am Dampfen, denn das ist wichtig. Jetzt geben wir im Prinzip die Butter mit rein und stampfen das schon mal grob durch. Und wenn es dann gleich mit der nächsten Zutat weitergeht, hole ich euch nochmal hinzu. Durchgemixt ist es jetzt schon ein bisschen mit der Butter. Und jetzt gebe ich ein bisschen, ich sage jetzt mal, einen guten Teelöffel oder zwei von dem Kartoffelbrei-Mix von Ankerkraut hinzu. Zwei, drei Tropfen von dem Smoked Öl von Eftinius. Mixe das Ganze nochmal durch, bevor wir dann gleich zur Sahne kommen. Zwei Eier habe ich jetzt auch schon reingemacht. Ist alles ordentlich durchgeknetet. Die Eier mixe ich jetzt auch so grob, wie es geht, durch. Und ja, damit sich das jetzt hier halt zu einer homogenen Masse verbindet. Die Masse an sich ist jetzt halt noch leicht lauwarm. Das heißt, das Ei fängt jetzt an zu stocken, sogar perfekt. Weil dann könntet ihr nämlich die Konsistenz entdecken, die wir gleich brauchen für den Spritzbeutel. Aber dazu gleich mehr. So, ist jetzt auch nochmal alles durchgemixt. Ihr seht es jetzt selber, dass die Masse an sich halt schon sehr, sehr fest geworden ist. Das Ei ist gestockt. Deswegen jetzt auch die Sahne. Das heißt, ihr macht jetzt peu à peu immer einen Schluck Sahne dran. Mixt das Ganze durch, bis ihr eine wirklich spritzbare Masse hinbekommt. Denn das muss nachher gleich alles noch durch den Spritzbeutel durch. Das bereite ich jetzt erstmal schon mal so weit vor und dann sehen wir uns am Spritzbeutel wieder. Ist jetzt alles soweit spritzbereit. Das hört sich lustig an, aber ist wirklich in dem Fall spritzbereit. Ich fülle das jetzt hier in die Spritztülle oder in diese Spritztüte. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Brettchen wieder. Ich habe mich in den hinteren schon mal geübt und zwar ist das mit dem Spritzbeutel eine ganz einfache Geschichte. Das heißt, oben ein bisschen leicht drücken, dann einen großen Kreis und den Kreis immer kleiner während nach oben ziehen und schon habt ihr so eine kleine Rose. Das mache ich jetzt mit den ganzen Brettchen. Apropos, ich habe jetzt hier Räucherbrettchen, da spritze ich das Ganze jetzt mit drauf und dann sehen wir uns gleich am Grill wieder. So, der Grill ist vorbereitet auf indirekte Hitze zwischen 160 und 200 Grad bzw. 180, 200 Grad. Da kommen die Kartoffelbrei-Rosen jetzt einfach auf das Brettchen mit drauf. Das heißt, hier ein Brettchen und hier ein Brettchen. Und das lassen wir da jetzt ungefähr für, ich sag jetzt mal, 10 bis 15 Minuten drauf. Schauen dann gleich nochmal nach, wie sie aussehen. Ich bin gespannt. Die Viertelstunde ist rum. Wir schauen mal nach. Den Mono leicht öffnen, damit ein bisschen Luft vorher reinkommt. Und ja, sehen die nicht perfekt aus. Ich nehme sie jetzt runter. Macht davon ein Tellerbild und dann würde ich sagen, sind sie fertig. Die Kartoffelbrei-Rosen vom Grill. Das war's, das Rezept zu den Kartoffelbrei-Rosen von der Holzplanke. Es ist super simpel und geht wirklich sehr, sehr schnell. Das heißt, innerhalb von einer Viertelstunde habt ihr eine perfekte Beilage zum Steak zum Beispiel. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen für dieses Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr unter diesem Video. Für weitere Tipps und Tricks schaut einfach auf tobias.grill.de nach.